Hallo Leute, neues Kamera-Equipment, ich hoffe, das kommt gut rüber. Was ich schon angekündigt hatte in unserer Facebook-Gruppe, ich habe hier insgesamt drei Messer von einem YouTube-Zuschauer geschickt bekommen und er hat mich gebeten, doch die mal richtig scharf zu machen und das werde ich jetzt auch versuchen. Und zwar habe ich hier so ein Essential von Schmiedeglut. Das werde ich auf der Tormek schleifen. Dann habe ich hier, was ist denn das für eine Marke? Mal gucken, ob man da was sehen kann. Ah, das Spiegel. Das ist auf jeden Fall ein Japaner. Ein japanischer Damaststahl. Mit der werde ich, der Länge geschuldet, gehe ich auf die Ermac. Und mit dem kleineren Kochmesser hier gehe ich auf meinen Multigrinder. Und dann werde ich im Prinzip alle drei miteinander vergleichen. Ich werde auf den handgeführten Systemen keine Winkelanpassung oder sowas machen, sondern ich gehe her, schwärze mir die Schneide und arbeite genau die Schneide nach, die das Ding auch hat. Und das Essential habe ich gerade schon mal gemessen. Entschuldigung, wenn ich das jetzt so brutal sage, aber Schmiedeglut typisch. Ich kann euch das mal hier reinhalten. Da ist nichts zu erkennen von irgendeinem richtig guten Winkel oder sonst was. Aus dem Grund werde ich das einfach auf 15 Grad schleifen und dann schauen wir mal, was dabei rauskommt. Das werde ich mit allen drei Messern machen. Ich werde die praktisch schleifen bis auf den, bei der Tormek auf den 1000ern, bei den handgeführten Systemen bis auf 1200. Ich schleife auf 1200 respektive 1000 bei der Tormek und gehe dann über die neuen Leder, hier diese Geschichte hier. Warte mal, ich muss da mal ein bisschen halt andersrum, so rum. Hier, dass ich hier so praktisch geführt schleifen kann, indem ich nämlich hergehe, mein Messer immer nur waagerecht halte und dann praktisch so abziehe. Dann brauche ich keinen Winkel halten, sondern ich muss nur waagerecht halten. Okay Leute, dann lassen wir es mal angehen. Schauen wir mal, was wir hier erreichen können. Und ich baue jetzt hier mal ein bisschen um. Ich baue meine Tormek auf, mit der fange ich an. Und dann nacheinander die anderen Maschinen. Das werde ich über den Tag verteilt machen, weil ja, ab und zu mal ein bisschen rausgehen und Luft holen macht vielleicht auch Sinn. Übrigens mit dem neuen Equipment kann ich mir jetzt hier also zum Beispiel so herholen. Das ist schon mal ganz gut. Ich habe da auch so ein Active Tracking. Das werde ich auch noch installieren, aber immer schön eins nach dem anderen. Aber ich denke mal, zwischen Weihnachten und Neujahr wird da vielleicht ein bisschen Zeit sein. Okay, also dann sehen wir uns gleich. Ich baue jetzt um und dann geht's weiter. So, der erste Step, den ich mache, ich nehme jetzt hier dieses Schmiedeglutmesser und messe hier mal die Werkstücklänge raus, dass ich mir gleich mit meiner Software die Höhe der Toolbar ausrechnen kann. Und zu dem Zweck spanne ich das Messer erstmal ein. Ich kann hier diesen Block kann ich verschieben. Da spanne ich ein, sodass das parallel liegt. Und dann ziehe ich hier die Schraube an. So lege das nochmal an. Mache das hier fest. Jetzt habe ich hier mein Maß. Jetzt kann ich das Messer einfach nochmal ein bisschen nachspannen. So kann ich beiseite legen. Und jetzt habe ich hier mein Maß. Das kann man dann hier drauf ablegen. Schaut mal. So, und in dem Fall sind das jetzt 153 mm. Die muss ich mir merken, weil das gebe ich dann gleich in meine Software ein. So, jetzt baue ich die Maschine auf. So, die Maschine steht. Jetzt gehe ich mit euch mal ganz kurz rein in die Software. Ich habe jetzt hier bei mir beide Softwaren freigeschaltet. Und gehe dann hier auf die Tormek Software. Na, komm. Jetzt habe ich hier oben meine ganzen Räder, die ich eingespeichert habe,
So, jetzt nehme ich hier die CBN-Räder, dann trägt sie automatisch diese 250,3 mm ein. Das ist mein Rad. So, und jetzt hatte ich 153 mm Werkstücklänge. Und ich möchte schleifen einen 15 Grad Winkel. Dann sagt mir die Software, geh mal her und stell die Toolbarhöhe auf 180,8 mm ein. Das mache ich jetzt. Dazu nehme ich meinen Tiefenmesser. 180,8. Ich null den erstmal kurz aus. So. Null. Und jetzt gehe ich auf 180,8. Damit kann ich leben. So, jetzt muss ich da noch ein bisschen runter. Noch ein bisschen. So, jetzt habe ich hier die 180,8 in der Höhe eingestellt. Dann lege ich hier, da wo ich gemessen habe, meinen Finger drauf, ziehe hier hinten die Schraube fest, mache die andere Schraube hier drüben auch fest. Und dadurch, dass ich jetzt praktisch die Werkstücklänge, den Raddurchmesser, die Höhe der Toolbar habe, weiß ich absolut, dass ich hier vorne jetzt einen 15 Grad Winkel habe. Entschuldigung, wenn ich ein bisschen viel erkläre. Ich habe viele Leute gehabt, die haben mich angeschrieben, ja, ich habe so viele Videos, wenn sie die alle durchsuchen müssen und ob ich nicht einmal, wenn ich ein Messer schleife, durchgängig erklären kann, was ich mache, das mache ich hiermit. Also wie gesagt, Länge messen, ich mache es halt mit dem Längenmessblock, das könnt ihr machen, wie ihr wollt. Einfach die Länge von der Schneidkante vorne bis zu diesem schwarzen Knopf. Diese Länge brauche ich, dann brauche ich den Durchmesser des Rades und den Winkel, den ich schleifen möchte. Und dann ergibt sich das Ergebnis, was da rauskommt, ergibt die Höhe der Toolbar, die ich einstellen muss. Also wenn ich jetzt 20 Grad schleifen müsste, dann müsste ich wahrscheinlich 5, 6 mm höher gehen mit der Toolbar. Je nachdem. Aber das sagt euch die Software. So, soweit, so gut. Ich lege jetzt erstmal diesen 15 Grad Winkel an. Und warte mal, ich mache noch mein Wasserabtropfteil drauf. Augenblick. Ach so, wenn ich die Teile hier drunter liegen habe, dann komme ich hier mit der Auflage nicht aufs Gerät, die das Ganze stabilisiert. So, hier habe ich den, das ist die Abtropfschale, die gibt es für die T7, für die T8 und für die T4. Wenn ich hier mein Messer rüberziehe, tropft mir immer das Wasser aufs Gerät, das ist eklig. So läuft das zurück in Trog. Okay, dann legen wir jetzt einfach mal los und legen erstmal den Winkel an. Ja, wie ich es mir gedacht habe, es ist, nein, ich äußere mich über das Messer nicht. Ich habe nach zwei Zügen, habe ich jetzt schon einen Grad, ja, entweder ich habe den Winkel perfekt erwischt oder es ist halt einfach ein relativ weicher Stahl. Ich mache das momentan mit dem CBN 80, einfach um den Winkel schnell und effizient anzulegen. Weil dann kann ich mit allen anderen Rädern gerade ein, zwei Züge drüber machen und bin fertig. So, jetzt machen wir die andere Seite. Übrigens an dem Wasserfluss erkennt ihr sehr schön, ob ihr den Winkel getroffen habt. Ja, ja. Gehe ich einmal noch schnell quick and dirty drüber. So, das war es jetzt schon mit dem Anlegen des Winkels. Ich muss mal gucken, hier habe ich ein paar Lappen rumliegen. Mit dem Anlegen des Winkels. Das ging jetzt also relativ fix. Ja. Die Schneidkante sieht jetzt auch ordentlich aus. Und ja, jetzt mache ich das nächste Rad drauf.
bekomme ganz oft die Frage, ja, CBN-Rad ist ja schon schön, aber welches empfiehlst du denn? Was wäre denn das beste CBN-Rad? Leute, es gibt kein bestes CBN-Rad. Ich weiß aber auch, dass wenn ich halt alle 4 CBN-Räder hole, dass es eine Menge Kohle ist. Solchen Leuten empfehle ich dann immer, wenn die einen normalen Stein haben, nehmt erstmal das CBN 80. Das macht euch die ganze Arbeit. Da könnt ihr auch mit eurem normalen Stein nacharbeiten. Ich würde in dem Fall schauen, dass ich mir einen zweiten Wasserdruck besorge und den einen Wasserdruck wirklich nur für das CBN 80 verwende, weil mit dem Stein, das ist eine Riesensauerei in dem Wasser, das muss ich nicht unbedingt in mein CBN-Rad reinhaben. So, jetzt gehen wir einfach einmal vor und zurück mit dem 160er und dann das 400er und das 1000er und das war's dann schon. Ihr seht, ich ziehe da relativ schnell, weil alles, was ich ja damit machen muss mit dem 160er, ich muss die Kratzer rausmachen, die das 80er gemacht hat. Und das geht mega effizient. Bitte, jetzt nochmal ganz wichtig, CBN-Räder, CBN-Steine, CBN-Schleifmittel, immer ohne jeden Druck. Never ever draufdrücken. So wie ihr es beim Stein gewohnt seid, je mehr ich draufdrücke, desto mehr geht runter. Nein! Wirklich ohne jeden Druck einfach auflegen. Das Gewicht deiner Finger reicht vollkommen. Also einfach nur führen, fertig. So, dann hauen wir das 400er drauf. Ist das jetzt eigentlich, Hans Heiner, ist das jetzt eigentlich ein Echtzeitschliff? Ich habe jetzt gar nicht auf die Uhr geguckt, wann ich angefangen habe. Aber so arg lang geht es, glaube ich, noch nicht. Ich sage mal, so ein Messer, wenn ich nicht nebenher quatsche, erkläre, mache und tue, ja, nach 10 Minuten ist das Geschichte, ja. So, jetzt sind wir beim CBN 400. Übrigens läuft mir jetzt hier in die Schale das ganze Wasser rein. Ich muss manchmal ein bisschen nachmachen mit dem Finger, aber jetzt ist das Wasser alles wieder zurück in die Tropfschale und das Gerät bleibt auch sauber. So, das war es mit dem CBN 400. Wie gesagt, wenn ich die Schneidkante mal anliegen habe, dann ist der Rest eine Spielerei. Ich muss mal gucken, wie sieht denn das aus, wenn ich hierher zoome? Warte mal. Kann man hier eigentlich jetzt die Schneidkante erkennen? Ja, ne? Guckt mal. Schön gleichmäßig, schön sauber, so wie sich das gehört für einen Nachbarn. So, dann kann ich wieder wegzoomen. Hier bin ich wieder. Ah, das ist ganz gut. Also da werde ich noch ein bisschen was dran arbeiten an meinem Equipment. Und ja, also scharf werden tut es auf jeden Fall. So, jetzt machen wir noch kurz das CBN 1000 drüber, auch einmal vor und zurück. Und dann gehe ich erstmal auf den Besttester. Und dann gehe ich über diese neuen Lederblöcke. Das Messerpflegeset. Ich mache also praktisch überhaupt kein Filzrad jetzt im Moment, sondern es sind einfach Dinge, die ich austesten will.
So. Dadurch, dass die CBN-Räder alle annähernd den gleichen Durchmesser haben, im 0,3 mm Unterschied zwischen CBN 80 und CBN 1000 oder 0,4, habe ich keinen Bedarf, jedes Mal die Toolbar neu einzustellen. Die Höhe passt. Beim CBN 1000 hört man jetzt auch kaum noch ein Schleifgeräusch. Und bitte, das CBN 1000 ist ein mega empfindliches Rad gegen Beschädigungen der Beschichtung. Weil die Beschichtung ist ja so ultra dünn, weil sie ja so fein sein muss, dass wenn ich jetzt mit dem Rad irgendwo dagegen stoße, eine scharfe Kante, oder was man überhaupt nicht machen sollte, zum Beispiel Bohrer auf so einem Rad schleifen. Oder wenn ich jetzt hier mit der Spitze drauf klopfen würde in irgendeiner Form, ich rutsche ab und knall da drauf oder wie auch immer. Leute, dann wird die Beschichtung beschädigt. Und was passiert, wenn ich dann schleife? Jetzt ist hier ein minimales Loch in der Beschichtung. Und dann drücke ich beim Schleifen das Wasser unter die Beschichtung. Dann bilden sich mit der Zeit hier auf der Beschichtung solche Blasen. Da ist Wasser drunter. Das Ding ist durch. Also das Rad kann sein und die Beschichtung flattert dann ab, also platzt dann ab irgendwann. Ich kann mit dem Rad trotzdem noch weiter schleifen. Ich würde allerdings nicht mehr gegen die Laufrichtung schleifen, sondern nur noch mit der Laufrichtung. Wie zum Beispiel der Hans Heiner macht das von Haus aus. Es ist einfach eine Glaubensfrage, möchte ich nicht sagen, wie es einem einfach bequemer ist. So, Messer ist durch. Soll ich kurz übers Filzrad gehen? Nee, ich messe das jetzt so, wie es ist. Und ich baue die Maschine mal kurz ab und dann komme ich gleich wieder. So, Maschine habe ich abgebaut. Jetzt mache ich das Messer hier raus. Und werde erstmal ganz kurz auf den Besttester gehen und mal schauen, was wir jetzt nur nach dem CBN 1000 für einen Wert haben. Was ich jetzt total vergessen habe am Anfang, den Eingangswert. Wartet mal, ich muss mal gucken. Wenn ich hierher zoome, sieht man hier die Schneidkante. Ja, hier sieht gut aus, ne? Das kann man so lassen. So, jetzt kann ich wieder wegzoomen. So, zu dem Zweck habe ich mir jetzt einen Besttester schon mal hergeholt. Und dann gehe ich jetzt praktisch unbedarft, also ohne irgendwas gemacht, mal drauf und messe mal. Und halt, bevor ich festziehe, hängen lassen. Jetzt festziehen. Ach so, ja, auch wieder für alle zur Erklärung. Ich habe hier so ein Gerät, mit dem kann ich die Schärfe messen. Landläufig Besttester genannt. Und ich habe eine Vorrichtung dazu gebaut, weil da kommt es sehr drauf an, wie schnell ich diesen, mein Messer, ich erkläre das mal kurz, wie das funktioniert. Jetzt habe ich das Ständerchen gerne, doch hier. So. Ich habe hier ein Medium drin, ein Faden. Hier ist ein Faden drin. Dieses Teil kommt dann hier drauf. Dann wird das Messer hier in eine Auflage gelegt. Und dann schneide ich mit dem Messer diesen Faden durch. Währenddem ich diesen Faden durchschneide, ermittelt das Gerät ein Gewicht, einen Druck, den ich brauche in Gramm, um diesen Faden durchzuschneiden. Und dann gibt es eine Tabelle dafür, wo bestimmt wird, wie viel Gewicht ich brauche, wie scharf mein Messer ist. Um ein Beispiel zu sagen, Messer, ich sage mal Wüsthof oder Zwilling oder Gießer oder wie auch immer, die mit einem Werkschliff kommen, haben in der Regel zwischen 200 und 250 Bess. Das heißt, 200 bis 250 Gramm muss ich aufwenden, um den Faden durchzuschneiden.
Und jetzt ist natürlich so, wenn ich jetzt drauf bin und mache so, die Trägheit der Masse, das ist physikalisch gesehen, habe ich dann am Schluss 50 Gramm. Tatsächlich, wenn ich dieses Messer so, wie man es machen soll, ganz langsam absenke, sodass ich hier meinen Zahlen beim Steigen zugucken kann, dann ist das auch richtig gemessen. Dann wird das Messer 180 oder 200 haben. Und das ist so eine kleine Wissenschaft für sich. Lange Rede, kurzer Sinn. Ich hau jetzt das Messer mal kurz hier rein und werde das mal eben messen. Das kann ich wieder wegtun, das brauche ich nämlich nicht, weil hier spanne ich jetzt praktisch das Messer ein. Warte mal, ich stelle das mal ein bisschen höher. Hier spanne ich jetzt praktisch das Messer erstmal ein, um dann über diesen Spindelantrieb, den ich hier oben dran habe, gleichmäßig mit immer der gleichen Geschwindigkeit nach unten zu gehen. Ich bin heute so richtig tatterig, Leute. Ich weiß nicht, ob ihr es schon gemerkt habt. Keine Ahnung, woran das liegt. Ich bin einfach zu alt für den ganzen Scheiß. So, jetzt kann ich das hier dran nach unten drehen. Und jetzt gehe ich her und platziere hier meinen Faden. Schön mittig. Dann richte ich den hier aus. So, und jetzt kann ich noch ein bisschen nach unten gehen. Manuell. So. Schön ausrichten. Jawohl. So. So, und jetzt kann ich hier einschalten, das Messgerät. Drücke auf Tara, mache noch ein Licht an. Und jetzt fahre ich nach unten und das Ergebnis, was ich jetzt bekomme, ist die Schärfe nach dem CBN 1000. Und da haben wir das, was ich vorher gesagt habe. Ihr müsst euch vorstellen, in der Fabrik bei der maschinellen Fertigung wird vermutlich auch maximal CBN 1000 oder so geschliffen. Und da hatte ich ja gesagt, ein Werkschliff hat so um die 250. Oh, ich habe doch das Teil hier. 238. Das ist also im Prinzip jetzt Werkschliffqualität. Das Messer schneidet, ganz sicher schneidet das Messer. Ich muss mal kurz gucken, ob ich ein Stück Papier rumliegen habe. Ja. Das sind noch von meiner alten Firma, wo ich früher gearbeitet habe. Ich bin ja mittlerweile faul und arbeite nichts mehr. Noch so Blocks. Hier, schaut mal, das Messer schneidet wunderbar. Ja. Das Problem ist nur, ich merke natürlich beim Durchfahren, da ist noch ein richtiger Grat dran. Aber sagen wir mal, für Otto Normalverbraucher ist das, boah, ist das scharf. Ja? Nicht so für Schleifjunkies. Schleifjunkies fangen da schon lange an, wieder mit Nachschleifen. So, und was ich jetzt machen möchte und ausprobieren möchte, normalerweise gehen wir jetzt hier über ein Filzrad zum Entgraten des Messers. Da verzichte ich jetzt diesmal drauf. Ich möchte gerne mein neues Messerpflegeset ausprobieren. Und zwar stellt euch bitte vor, ihr habt, warte mal, ich muss kurz was holen. Ihr habt zu Hause ein Streichleder, habt euch aufgeklebt auf dem Ding, habt euch Rutschpads drunter gemacht, habt das jetzt so vor euch liegen und wollt jetzt dieses Messer abziehen. So, das Messer, haben wir ja gesehen, habe ich auf 15 Grad geschliffen. Wo bitte sind hier meine 15 Grad jetzt? Ja, das ist das große Problem, weshalb die meisten Leute immer vom Handschleifen wegkommen, weil sie es nicht schaffen, hier vernünftig einen 15 Grad Winkel beim Abziehen zu halten. Oder natürlich auch beim Schleifen. Ja? So, und dem wollte ich entgegenwirken, indem wir hergegangen sind und haben hier solche Blöcke entwickelt. Das ist im Prinzip genau das gleiche wie hier, aber ich habe hier einen, ich nenne es Winkelaufsteller. Und wenn ich jetzt hergehe, ich muss mal kurz gucken,
wo ich mein Winkelmesser habe, da habe ich ihn. Wenn ich jetzt hergehe, nulle mein Winkelmesser aus, so, stell den hier drauf. Jetzt habe ich hier 17,9 Grad, das heißt, ich muss noch ein bisschen flacher gehen. Ich kann das hier schön kontrollieren am Winkelmesser. 15,80, 15,50, 15,2 Grad. Das reicht mir. So, und jetzt habe ich mir hier auf Anregung der Kollegen habe ich mir hier hinten jetzt so ein Maßband reingeklebt. Weil ich habe ja drei von den Dingern. So, und ich habe jetzt hier genau 8,1, also 81 mm. Wenn ich jetzt beim nächsten hergehe, das hier ist jetzt ein 3-Mikron-Block. Das ist ein 1-Mikron-Block. Wenn ich jetzt hergehe und stelle den jetzt genau auf diese 81 mm, dann habe ich bei beiden den gleichen Winkel und kann mein Messer drüber ziehen. Und das mache ich jetzt. Ich fange an mit dem 3-Mikron. Und gehe jetzt her und mache praktisch 10 Züge auf jeder Seite. Ich setze das Messer waagerecht auf und dann ziehe ich das einfach waagerecht ab. Ohne großen Druck, einfach nur waagerecht abziehen. Und dann habe ich ja, weil ja mein Leder im Winkel steht, sollte ich vorne eigentlich ziemlich gut einen 15-Grad-Winkel haben. Jetzt habe ich überhaupt nicht mitgezählt. Sagen wir 7, 8, 9, 10. Und dann nehme ich die andere Seite. Und Leute, ich bin absolut kein Handschleifer. Ich habe das vorher, bevor ich diese Lederblöcke jetzt so habe, natürlich schon immer mal probiert, aber ich habe es nie geschafft, da was Vernünftiges hinzukriegen. Aber hier, das fällt mir jetzt einfach praktisch, diesen Winkel zu halten. Ja, weil ich ja immer nur waagerecht drüber ziehen muss. So, das war das 3 Mikron. Jetzt gehen wir rüber zum 1 Mikron. Davor mache ich ganz kurz die Schneide ein bisschen sauber. Und jetzt mache ich 10 Züge auf dem 1 Mikron. Ups, steht nicht gerade. So, jetzt steht es gerade. Und Seitenwechsel. Dadurch, dass meine Leder so groß sind, ich glaube, es gibt außer selbstgebauten, zum Kaufen gibt es, glaube ich, keine in der Größe, außer bei mir. Dadurch, dass meine Leder so groß sind, kriege ich auch hier so ein längeres Messer in einem Zug praktisch von hinten bis vorne abgezogen. Und das macht natürlich Sinn. So, ich denke mal, das dürften 10 Mal gewesen sein. Und das Messerpflegeset besteht ja aus, ach so, halt, hier muss ich die Höhe noch einstellen. Das Messerpflegeset besteht ja aus insgesamt 3 Ledern. Und da ist dann praktisch auch, da ist das nötige, die nötige Diamantemulsion dabei.
So, da ist die nötige Diamantemulsion dabei, da ist dieser Winkelmesser dabei, da ist ein Handgriff, liegt jetzt gerade da drüben, dabei, das für die Leute, die das immer noch von Hand machen wollen, gar kein Problem. Habt dann einen Handgriff, den ihr reinschrauben könnt hier hinten, dass ihr dann wie so ein Paddel in der Hand habt. Ja, also ich bin der Meinung, und das bin mittlerweile nicht mehr nur ich, wenn ich ein Messer habe in der Küche, mit dem ich täglich arbeite, und ich gehe dann einmal hin am Wochenende und nehme mir kurz die Zeit und fahre über alle drei Leder 10-mal jede Seite drüber, dann habe ich wieder ein rattenscharfes Messer. Vorausgesetzt, ich habe keine Ausbrüche reingearbeitet oder sonst was. So, jetzt gehen wir hier auch 10-mal drüber über das 0,25 Mikron Diamantemulsion. Das ist eine polykristalline Diamantemulsion, während die anderen beiden, vorher die 3 Mikron und 1 Mikron, das waren monokristalline Diamanten. Polykristallin poliert besser. Ich bin ja wirklich mal gespannt, wie ein Flitzebogen, was ich auf dem Best-Tester jetzt gleich für einen Wert bekomme. Ich habe das echt noch nie ausprobiert, dass ich ein Messer so zu Ende arbeite. Ich gehe normal immer übers Rockhard-Filzrad zum Entgraten. Was ich nachher auch noch mache mit dem Messer, ich gehe natürlich nachher noch über die Diamantscheiben, weil wenn der, ich gucke mir die Schneide natürlich vorher an, wenn der Kollege mir das schon schickt, dann will ich ihm ja auch was Gescheites zurückgeben. So, im Prinzip fertig. So, was ich jetzt mache, ich nehme kurz meinen Pflegereiniger. Das ist ein Reiniger, den haben wir speziell für Schleifjunkies entwickelt. Mit diesem Reiniger pflege, also säubere ich, was der Name Reiniger ja aussagt, säubere und pflege ich die Klinge gleichzeitig. Da ist also ein Weißöl mit drin und das schützt die Klinge vor Rost oder vor Patina. Ja? Mit dem könnte ich auch den Griff jetzt machen, mache ich jetzt aber nicht, weil sonst wird es mir zu schwubbelig. Da möchte ich erstmal noch alles fertig haben. So was kann man machen, bevor man das Messer dann weghängt. So, jetzt spanne ich das mal hier wieder ein. So, das hält. Und dann gehe ich her und tue meinen Faden neu spannen. Ich greife praktisch meinen Faden mit der Klammer, wenn ich weit genug drüber bin, so dass ich es hängen lassen kann, lasse ich das einfach hängen und habe jetzt immer, das ist ein 100 Gramm Gewicht mit einer Klammer, das ist so eine Magnetklammer, die ist unten auf dem Gewicht drauf. So kann ich sicher sein, dass ich immer das gleiche Gewicht habe, die gleiche Fadenspannung habe. So, jetzt schauen wir mal, dass wir das hier einigermaßen ordentlich eingerichtet bekommen. So. Dann schalten wir das Gerät ein, drücken auf Tara, machen das Licht an und dann fahren wir einfach mal nach unten und schauen mal, was die Leder jetzt gebracht haben. Ihr wisst, ich bin kein Handschleifer. Ihr wisst das, ne? Ich hätte mich ja fast selbst übertroffen. So, von 238 kurz über die drei Leder drüber 105. Das heißt, ich gehe nachher trotzdem noch übers Diamantrad. Das bin ich dem Kollegen schuldig, der wollte richtig schöne Messer zurückbekommen. Die bekommt er auch. Ich gehe nämlich am Schluss gehe ich mit allen drei Messern über die Diamanträder. Das heißt, polieren tue ich die auf dem Diamantrad, weil für die Ermag und für den Multigrinder und so weiter, die Diamantpoliersteine sind leider noch nicht da. Ich denke mal,
Es wird einfach, ihr müsst warten. Ich habe schon 20 Mal die Zusage bekommen, jawohl, die gehen raus, dann haben sie wieder da ein Problem, dann haben sie da ein Problem. Gut, natürlich kann ich nachvollziehen, wenn der zu mir sagt, ich will dir nur einwandfreie Qualität liefern, ich fange nicht an Schrott zu liefern, das ist auch nicht mein Ding. Und da ganz ehrlich, warte ich lieber mal noch 4 Wochen länger und habe nachher ein Produkt, das einwandfrei funktioniert. So, das soll es jetzt erstmal gewesen sein. Ich werde jetzt dann später umbauen. Ich muss mal gucken, wie viel Uhr haben wir es denn? Kurz nach 1. Ich werde jetzt erstmal mit meiner Frau einen Spaziergang machen. Und danach mache ich weiter und gehe dann auf die Airmag oder den Multic rein, da muss ich noch entscheiden. Aber das Ergebnis ist schon klasse. Bis auf 105 runtergekommen, obwohl ich das eigentlich nicht kann. Und mit dem Waagrecht, das ist einfach genial. Du hast den Winkel und gut ist. Also, man sieht sich im nächsten Video. Ciao.